Mein Name ist Herbert Frey. Ich habe zusammen mit meiner Frau 1996 einen terrassierten Stadtgarten übernehmen können, den wir seither im englischen Stil umgestaltet haben. So wie wir das tun, tun wir das mit einer ziemlich bedingungslosen Leidenschaft. Wir scheuen fast keine Mühe, um zu gewissen Pflanzen zu kommen, und wir investieren natürlich sicher sehr viel Zeit in den Garten. Wir suchen ja nicht immer ganz bestimmte Pflanzen, sondern manchmal stoßen wir in Gärten auf Pflanzen, die wir noch nicht kennen, sind dann ganz begeistert und dann versuchen wir, sie zu erwerben vor Ort, also eben in England, und bringen sie nach Hause oder müssen sie manchmal sogar mit dem Lastwagen nach Hause transportieren lassen, wenn es Bäume sind. Was uns auch immer wieder fasziniert, sind Pflanzen, die selten sind, oder eben auch Bäume. Da sind wir auf einen Blumenhartriegel gestoßen. Den haben wir ursprünglich im Internet entdeckt und dann gesehen, dass es eine einzige Baumschule gibt in England, die den vermehrt. Sind wir dorthin gereist und haben die größte dann ausgewählt und nach Hause genommen. Es ist eine sehr spektakuläre Pflanze mit wunderschönen Blüten und einem schönen Habitus. Es kennt ihn auch in England kaum jemand, er ist also sehr selten, und von daher würde es mich wundern, wenn irgendjemand in der Schweiz diesen Baum auch hätte. Im Westen des Hauses liegt der Schattengarten, und da haben wir vor allem Pflanzen dann versammelt, die Schatten oder Halbschatten lieben, eben Hosta oder Astilben. Die Funke ist natürlich, oder Hosta, wie sie lateinisch heißt, ist natürlich eine ganz wichtige Gartenpflanze, weil sie eben so großblättrig ist und sehr schöne Farben und auch Farbmuster besitzt. Man kann sie dann, oder sollte sie, kombinieren mit eben feinblättrigen Stauden. Sie beruhigen sozusagen das Mixboden. Ja, wir sind sehr neugierige Menschen, und wenn wir irgendetwas auf etwas stoßen, das uns fasziniert, dann probieren wir es aus. Wir haben ja begonnen ursprünglich mit historischen Rosen, aber wir sind auch offen gegenüber Neuzüchtungen, wie zum Beispiel den sogenannten persischen Rosen. Die sind in den letzten Jahren auf den Markt gekommen, in der Schweiz noch kaum erhältlich. Die zeichnen sich aus durch einen dunklen Basalflecken, also durch einen dunklen Flecken im Innern der Blüte. Das ist das Spezielle eigentlich an ihnen, und sie blühen auch mehrfach. Ich habe vor mehreren Jahren begonnen, meinen Garten fotografisch zu dokumentieren. Und aus diesen Fotografien ist mittlerweile ein Buch entstanden mit einem Text, den ich dazu geschrieben habe. Das Buch ist im März 2015 erschienen. Ich interessiere mich auch für die botanischen Merkmale der Pflanzen und auch für die Geschichte der Pflanzen, wie sie nach Europa gekommen sind, zum Beispiel aus Asien. Und das ist auch der Grund, dass ich bei Gartenbüchern und botanischen Büchern selten widerstehen kann und sehr viele auch im Laufe der Zeit gekauft habe und auch gelesen habe oder immer wieder konsultiere. Wenn ich Gehölze schneide oder die Säge verwende, dann desinfiziere ich die Werkzeuge immer, wenn ich vom einen Gehölz zum nächsten gehe, um nicht Pilzsporen zu übertragen. Gerade bei den Buchsbäumen ist das ja ganz wichtig, dass man auf gründliche Hygiene achtet, weil man sonst den Buchsbaumpilz im ganzen Garten verbreitet, ohne dass man das merkt, und natürlich nicht absichtlich. Wir
wir pflegen immer noch diese Lebenslüge, dass wir eines Tages wirklich dann in einem Liegestuhl liegen und den Garten genießen. Im Moment ist es noch so, sobald wir mal absitzen, sehen wir schon wieder neue Arbeit im Garten, dann stehen wir halt wieder auf.